Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es geht wieder um Season 9, genauer heute der, wie ich finde, ein ordentlicher Nerf für Lifeline, zeitgleich aber auch zwei richtig fette Buffs für Lifeline. Ob das unbedingt jetzt nötig ist, zumindest der Nerf, das wage ich zu bezweifeln. Deswegen möchte ich gleich eine Grundsatzdiskussion hier in den Kommentaren starten. Da könnt ihr euch frei fühlen, euch mal auszulassen, was ihr davon haltet. Man könnte schon fast sagen, dass es ein Rework ist. Die Fähigkeiten werden sich zwar nicht stark verändern, aber wie gesagt, alle drei Fähigkeiten werden stark angepasst und ein bisschen verändert. Und von Octane habe ich auch noch ein paar Informationen zu seinem Nerf-Buff in Season 9. Lasst euch da mal überraschen. Wir fangen jetzt direkt mal mit einem kleinen Bildchen an, was vom aktuellen Wargames-Trailer kommt. Und mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen. Selbst im letzten Video habe ich das als Thumbnail benutzt und selbst da habe ich es nicht bemerkt. Ihr seht gerade im Hintergrund die Revive-Drohne, die ein Teammate hochhebt. Was ist es? Es sieht aus nach Octane und mir ist nicht aufgefallen, dass das Schild um diese Drohne herum fehlt. Und tatsächlich soll in Season 9, ich blende es euch mal ein, den Post auf Twitter auch gefunden, vom Revive, von der Revive-Drohne fehlt das Schild. Das soll komplett entfernt werden. Und deswegen meine Grundsatzdiskussion. Denkt ihr, dass das wirklich nötig war? Ich habe zu keinem Zeitpunkt, seitdem dieses Schild oder diese Fähigkeit überhaupt da war, zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht, Mensch, das nervt, das muss entfernt werden. Ich weiß nicht, fandet ihr es overpowered? Ich absolut nicht. Weder als eine Lifeline, die im Team ist, wie zum Beispiel mein Stammmate Schweini, der sie ständig gespielt hat, noch wenn Gegner diese Drohne hatten. Ich habe nie das Gefühl gehabt, sie ist overpowered. Deswegen, die Drohne bleibt zwar, man kann Teammates hochheben und man kann sich dabei bewegen und noch einen zweiten Teammate vielleicht hochholen, ohne diese Drohne dann, aber das Schild wird komplett entfernt. Im Gegenzug bekommt sie aber einen Buff auf ihre Heildrohne. Sie soll jetzt, und es wird aber nicht genau beschrieben, Moment, ich mache das Bild mal wieder weg, es wird aber nicht zu 100% beschrieben, ob diese Heildrohne alle Teammates 60% schneller heilt, aber im Allgemeinen auf Lifeline bezogen, definitiv soll die Heildrohne 60% schneller heilen. Also ich gehe aber davon aus, dass es wirklich alle Teammates betrifft. Das wäre auf jeden Fall eine ultra, ultra starke Sache. Und ihre Ulti soll eine Überarbeitung bekommen. Und es wird geschrieben, dass zu jedem Zeitpunkt des Spiels, wenn wir diese Ulti rufen und dieses Care Package runterkommt, zu jedem Zeitpunkt sollen wir etwas drin finden, was unsere Ausrüstung verbessert und stärker macht. Ich kann mir zwar nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll. Aktuell ist es wirklich so, im Endgame ist die Ulti von Lifeline absolut nutzlos und viele rufen eigentlich die Ulti nur, um sie als Deckung zu benutzen, tatsächlich. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein rotes Schild und ich habe, ich sag mal auf Deutsch gesagt, einen Arsch voller Schildzellen und alles drum und dran, was nützt mir dann tatsächlich die Ulti? Deswegen bin ich über die Überarbeitung stark gespannt. Deswegen, wie gesagt, haut mal die Kommentare voll, was ihr von diesen Änderungen haltet, wie die Ulti nach im Endeffekt aussehen wird. Da müssen wir uns noch überraschen lassen, aber bei dem Rest, das soll schon feststehen. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz, Moment, das war das falsche Bild. Was sind das für eine komische Reihenfolge? Da haben wir's. Octane hat wohl Respawn bestätigt, wie genau der Buff und der Nerf aussehen soll. Habe ich auch vor kurzem erst drüber berichtet, dass wenn man sich die Stim-Injektion reinballert, um schneller rennen zu können, das soll jetzt nicht mehr 12 Lebenspunkte, sondern 20 Lebenspunkte abziehen, weil auch die Pickrate von Octane massiv in die Höhe gegangen ist durch die Jump-Pads, wie die verändert wurden und so weiter. Und Respawn arbeitet dem oder wirkt dem natürlich wieder ein Stück weit entgegen, um das ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Aber man soll die Stim-Injektion jetzt aller Sekunde reinhauen können ab Season 9. Da bin ich auch mal sehr, sehr, sehr gespannt. Jetzt bin ich, wie gesagt, auf eure Kommentare gespannt. Wer übrigens tagesaktuell jetzt zum Sonntag dieses Video sieht, eine Woche Streampause gehabt. Heute zwischen 15 und 16 Uhr geht es wieder los auf Twitch. Ein paar Runden Apex mit Schweini im Duos. Vor aller Voraussicht nach würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten soll es das mit den Videos oder mit dem Video und den Informationen schon wieder gewesen sein. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.